XL-Kröckel passte in meinem Atelier. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die XL-Kröckel-Paste von Stefanie Etter verwendet. Ich benutze hier ein altes Leinwand, welches ich schon mit mehreren Farben mal eingefärbt habe. Und zuerst seht ihr, versuche ich extra für euch mal den Untergrund, in dem Fall war das ja ein weißes Untergrund, mit dem Pinsel aufzutragen. Mit dem Pinsel ist es aber nicht so besonders gut, weil man es auch relativ gleichmäßig auftragen soll. Und dazu eignet sich am besten natürlich eine Spachtel. Und an der Stelle ein guter Tipp von mir: Geht einfach in ein Lebensmittelladen und dort in der Abteilung für Backutensilien. Und dort findet ihr eine sehr gute Plastikspachtel mit so einer kleinen Erhöhung. Und das eignet sich natürlich sehr gut, um zum Beispiel einen Untergrund für die XL-Kröckelpaste aufzutragen. Ich nehme hier etwas mehr noch von dem weißen Untergrund, da ich ja die Paste nachher nicht nur in dem Eck haben möchte. Und somit benutze ich auch hier an der oberen Seite des Bildes ein bisschen von dem Untergrund und trage das sorgfältig an der Stelle auf, wo nachher die Kröckelpaste kommt, die sich dann während dem Trocknungsprozess auch mit dem Untergrund verbindet und dann wunderschöne Brechungen bildet. Ich versuche hier sehr sorgfältig zu arbeiten und die Spachtel natürlich auch sauber zu lassen, bevor ich dann diese zweite Komponente von der XL-Kröckelpaste auftrage, und zwar die Paste selbst. So, jetzt sollte man natürlich diesen Untergrund von der XL-Kröckelpaste auch ordentlich verschließen, damit es nicht austrocknet. Und jetzt nehme ich die Paste selbst. Die Paste ist nicht weiß, sondern hat so eine leicht beige oder leicht beige Farbe. Und die trage ich hier zuerst mal, nehme ich mir mal relativ wenig raus und trage sie genau dort, wo ich ja den Untergrund aufgetragen habe. Hier sorgfältig die Paste auftragen auf alle Stellen, wo vorher der Untergrund war. Und natürlich ist es auch oft bei den Pasten und genauso bei der XL-Kröckelpaste auch so, dass wenn man es dicker aufträgt, werden nachher die Brechungen auch dick ausfallen. Das heißt, je dicker die Paste aufgetragen ist, desto größere Brechungen bildet sie nachher im Trocknungsprozess. Und damit könnt ihr natürlich auch jetzt schon beeinflussen, wie es nachher euer Bild aussehen wird. Ich trage hier weiter auf die gesamte Fläche, im oberen Bereich etwas dünner und in der Mitte etwas dicker, weil ich eben dort in der Mitte eine dickere Brechung haben möchte und am Rand des Bildes nicht so tiefgründige oder tiefgehende Brechungen haben möchte. Und da trage ich die Paste natürlich auch dünner auf. Hier habe ich für euch das Video etwas schneller laufen lassen, damit ihr seht, dass ich hier auch die Spachtel sauber abgekriegt habe und die Paste sorgfältig aufgetragen habe. Und dann muss die Paste ein paar Stunden trocknen, also ich würde sagen 3 bis 5 Stunden, je nach Wärme. Und dann sieht es genau so aus, nachdem es getrocknet ist. Hier könnt ihr schon erkennen, ich habe mit einem weißen Spray ein bisschen die Paste bearbeitet und einfach trocknen lassen, und dann
bricht die so wunderbar wie auf diesem Video. Und man kann die Paste natürlich auch im Trocknungszustand selbstverständlich weiter bearbeiten. Diese erste Spray habe ich aber hier sogar im Nasenzustand schon ein bisschen drauf gemacht. Da sieht man besonders hier, da wo es heller ist, da habe ich einfach mit dem Spray bearbeitet. Ja, ich bin total glücklich und zufrieden mit diesem Ergebnis. Schaut euch das mal zwischendurch weiter. Und danach habe ich natürlich mit der Farbe auch weitergemacht, in dem Fall hier mit Türkis und auch einem leichten Beige-Ton, und habe die Farbe mit Spray oder auch mit Lasuren bearbeitet. Die restliche Teil des Bildes, da waren schon Strukturen drauf, die habe ich ein bisschen gelassen, und so sieht das Bild dann inzwischen aus. Jetzt ist es schon fertig und schaut mal, so habe ich an diesem Bild eben weiter zu Ende gearbeitet, und hier könnt ihr noch einige Details des Bildes sehen. Die Paste hat sich wunderbar entwickelt, auch in die anderen Strukturen des Bildes toll integriert, und ich bin happy und zufrieden. Das Bild ist inzwischen eine meiner Lieblingsbilder, und so sieht es heute aus. Ich habe schon auf mehreren Ausstellungen das Bild präsentiert. Das Bild hat inzwischen einen Rahmen bekommen in ein Silber. Ich finde es sehr schön, habe momentan das Bild auch mal zu Hause, und wer weiß, vielleicht findet das Bild auf diese Art und Weise einen neuen Liebhaber. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen.